Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play Civilization 5. Wir befinden uns hier im Krieg gegen Byzanz. Und, naja, läuft so mittelmäßig, muss ich leider sagen. Deshalb habe ich mich jetzt mal dazu entschlossen. Wow, das Spiel ruckelt. Habe ich mich dazu entschlossen, hier mal was gerade für Gold zu kaufen, weil wir haben so viel Gold. Was soll's? Das läuft gerade in meinem Spiel nicht flüssig. Das weiß ich gerade nicht warum. So, wir kaufen uns hier mal einen Schützen. Kaufen uns hier auch mal einen Schützen. Kaufen uns hier mal einen Schützen. Ja, so. Können wir die alle befördern? Offen. Offen. Unwegsam. Unwegsam. Offen. Sanitäter. Nächste Runde. So. Zack. Oh, einheitliche Befehle. Ja, siehst du dich hier hinter? Wobei ich nicht weiß, wie stark die ist, muss ich ehrlich sagen. Die haben wir ja geschenkt bekommen. Stärke 20. Stärke 14. Stärke 34. Okay. Ist auch nicht so stark. Dann 20er Stärke. Aber was soll's. Neun Runden Tag dann auch schon der Weltrat. Der Weltkongress heißt er natürlich. Byzanz will mit uns reden, so wie es ausschaut, denn das Bild steht. Wir bekämen Nika, sehe ich das richtig? Und sie macht Frieden mit den Stadtstaaten. Wir bekommen Nika. Ja, das nehmen wir an. So, wir haben die Stadt erbeutet. Stadtansicht. Wo ist sie denn überhaupt? Dort. Nö, vernichten finde ich immer ein bisschen blöd. Das ist aber bestimmt eine Marionette. Das ist doch mal was. Hier eine neue Stadt. Wir verbünden uns mal wieder gerade mit Budapest. Das Billigste, damit wir wieder verbündet sind. Das überrascht mich jetzt, dass sie so einfach so eine Stadt aufgibt. Gut, es war natürlich Konstantinopel, ist natürlich eine Hauptstadt, ist klar, aber trotzdem. Also, wir werden natürlich wieder Krieg führen, sobald der Frieden vorbei ist, aber so können wir vielleicht mal, na, vielleicht schaffen wir es ja sogar, bis wir Flugzeuge haben, weil das ist immer eine sehr schöne Kriegsführung, dann ist es nicht so anstrengend. So, okay. Weltkongress. Kultur bestatten. Kulturerbstätten, meine Güte. Manchmal lese ich jeden Quatsch vor. Jedes Weltwunder bringt drei Kulturen in der Stadt, basierend auf unserem Wissen. Und Weltreligion Islam will der erlassen. Okay. Wie viel haben wir nochmal jetzt insgesamt? Wir haben 6, weil wir so viele Stadtstaatverbündete haben. Wir wollen aber noch mehr Verbündete haben, weil wir haben so viel Geld. Was wollen wir damit machen? Wobei, so viel Geld haben wir gar nicht mehr. Durch diesen Einheitenkauf haben wir ziemlich viel abgegeben. Wo ist denn Sidon? Hier unten. Okay. Na, ist egal. Okay, also dann können wir jetzt mal eben wieder hier alles durchklicken auf Bereitschaft. Lass mich mal gerade aktualisieren. Bereitschaft, Bereitschaft. Ups. Einen verschanzen natürlich. So, ihr könnt dann hier an die Grenze treten. Hier natürlich auch. Wunderbar nach oben hier.
und der Schütze. Das Spannende ist ja, dass wir eigentlich diese Stadt gar nicht gut beschützen können, ne? Wenn die uns wieder einen Krieg erklärt. Aber gut. Oder wir ihr. Naja, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich finde das nett, dass die uns alle jetzt immer Städte überlassen, ohne dass wir was tun müssen. So, nach oben. Warum haben wir eigentlich jetzt so viel weniger Gold? Wir hatten doch 150 pro Runde. Was ist da passiert? Also wegen Unzufriedenheit wahrscheinlich, ne? Ja, die sollte sich aber legen, sobald diese hier nicht mehr im Widerstand ist, die Stadt. Kann da ein Gerichtsgebäude gebaut werden. Sie haben will was von uns, so wie das Bild steht hier. Es tut mir leid, dass dadurch eine Kluft zwischen uns entstanden ist. Ich erkläre, der Budapest zieht unterstützte Byzanzer-Region, aha. Oho, Russland will auch was von uns. Ah. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Und Edelsteine für 3, für 6 vielleicht. Разумеется, нет. Für 5. Мы отказываемся. Für 4. Мы отказываемся. Hm, das ist aber ein bisschen wenig. Разумеется, нет. Разумеется, нет. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Meinetwegen. Also, aber echt hier. Das ist aber echt schwach. Für so wenig Geld. So. So und so. Wir können Politik einführen. Warum ist mein Spiel aktuell so langsam? Der Computer rödelt sich hier auch ein, ne? Bin nicht mehr normal hier. So, eine Fabrik würde Produktion bringen. Ich würde auch gerne hier Big Ben, wäre natürlich auch cool. Ist schon gebaut. Eisenhütte kannst du mal gerade bauen. Politik einführen. So, Ehre. Für jede Garnisonsstadt steigt die lokale Stadtzufriedenheit um 2. Was ist denn eine Garnisonsstadt? Hier, Kodex. Wir machen das jetzt einfach mal. Hat auf jeden Fall was gebracht. Jetzt auch gerne nach oben. Wir wollen alles hier an der Grenze haben. Denn wir wollen ja dann doch demnächst wieder Konstantinopel erklären. So wird das ja wieder enden. Das sehe ich ja schon kommen. Aber wir wollen ja natürlich auch irgendwie unsere Macht ausbauen und das geht halt, wenn wir einen Militärsieg haben wollen, nur so. In 6 Runden haben wir die Wissenschaftstheorie. Wir Schulen bauen. Das werden wir auch, glaube ich, dann tun. Und in der Forschung endlich mal aufholen, weil die anderen Nationen sind ja alle viel weiter in der Forschung. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut. Können wir dann später ändern dadurch. Russland lässt immer noch seine Truppen da patrouillieren. Aber sie hat ja gerade noch einen Handel mit uns eingegangen, den sie selber vorgeschlagen hat, also von daher. So, Wale für Asurbanipal. Wer ist denn Asurbanipal eigentlich? Da Assyrien. Handel. Wale. Für Elfenbein. Haben wir Elfenbein? Vorschlagen. La Nimagur. Für 7. Wie können wir uns Handels einig werden? Ja, ist okay. Mahera, Epischak, Ketzip. Auf Wiedersehen. Könnten wir eigentlich. Das würde mich gerade mal interessieren. Handel. Vita. Städte. Die. Was verlangt ihr dafür? Okay, das geht nicht. Kann man das wohl. Wird das wohl irgendwer machen? Что тебе нужно? Was
sondern Vladivostok-Stadt. Würde sie machen, das ist ja interessant. Also ich meine, das ist natürlich absolut nicht annehmbar. Allein schon 68 Gold pro, ne? Katharina, die Schreckliche von Russland, ist ja auch nett. So, nächste Runde. Ah, hier wird fleißig schon ein Kolosseum und ein Opernhaus gebaut. Dass die Zufriedenheit wird gleich hochgehen. Hier auch ein Zoo. Und hier sollte gleich auch die Unzufriedenheit weg sein. Und hier dann ein Gerichtsgebäude hinbauen. Werden sie jedenfalls tun, wenn sie schlau sind. Wir können das ja alles leider nicht machen, weil das alles Marionettenstaaten sind. Aber wie gesagt, wenn wir das nicht machen, dann geht das hier halt deutlich hoch. Die Kulturkosten. Und das ist halt dann auch ein bisschen blöd. Anstehende Sitzung. Okay. Ja, die Frage ist, ob wir dann doch noch irgendwie... Nee, wir haben genug Stadtstaaten, um unsere Interessen durchzusetzen. Also, Banipal hat das Zeitalter Moderne erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir das auch schon? Nee, wir sind noch in der Industrie. Im Industriezeitalter. Und da könnte er eventuell schon Luftfahrt haben. Das wäre natürlich stark. Wir haben ja auch schon Christoph Kolumbus, großer Admiral. Sehr nett. Ich glaube nicht, dass Christoph Kolumbus auf so einem Schiff gefahren ist, aber egal. Ein Gegner ist in unserer Nähe. Mal wieder ein Barbarenschiff. Das ist aber auch selten geworden. Können wir mal nichts gegen machen gerade. Ah, wir produzieren schon den Big Ben. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Wahrscheinlich auch ein Kolosseum gebaut. Also es wird sich eindeutig um unsere Zufriedenheit gekümmert. Im Reich. Persischen Reich, in dem wir uns hier befinden. Nächste Runde. Irokesenland. Ist auch ein Name. Eine Zivilisation. Und Inka-Land. Japan, Sans. Also das finde ich in diesem Spiel ist immer ziemlich lang, diese Ladephase nach der Runde. Ich finde, das sollte in der Runde schon berechnet werden und dann nur bei direkten Nachbarn vielleicht danach, wo irgendwelche Auswirkungen durch meine Sachen passiert werden könnten. Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach schwieriger umzusetzen. So, im Moment können wir wirklich nichts machen, außer immer auf die nächste Runde zu klicken. Denn wir wollen ja wieder den Krieg gegen Katharina, nicht gegen Katharina, sondern gegen Byzanz führen hier. Frühestens. Und solange wir da einen Friedensvertrag haben, werden wir ihn sicherlich nicht brechen. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Spiel überhaupt geht. Friedensverträge bricht man ja auch einfach nicht, das gehört sich nicht. Große Staatsoberhaupt, was würdet ihr davon halten, eine Freundschaftserklärung zu unterzeichnen? Ich hoffe, dass wir so ein starkes Band zwischen unseren zwei Reichen knüpfen können. Ja, ist okay. Japan ist weit genug weg. Die will ich noch nicht erobern. Gibt es, glaube ich, hier? Ja, da ist Japan. Kyoto. Oder? Das ist Japan, ne? Ja. Das ist Japan. Syrien, das Yam. Wir verlieren die Kontrolle über Bukarest. Was ist das? Das ist auf jeden Fall eine heilige Stadt. Wo? Na, ist egal. Timbaja ist gewachsen. Und Buluyoja ist gewachsen. Und wir können endlich mal hier das Bahnschiff angreifen. Sehr schön. So, und dann pausieren wir wieder alles. Zack. Ich würde mir ein bisschen Gedanken machen als Herrscher von Byzanz gerade. Wow. Na, ich bin hier so hin und her geschickt. Das ist etwas merkwürdig, weil in diesen Ladepausen reagiert er manchmal nicht.
wenn er die Runden verarbeitet. In 2 Runden ist dann der Weltkongress. Da bin ich mal gespannt, ob da was beschlossen wird. Ich nehme mal an, es wird beides abgelehnt. Wobei das erste könnte angenommen werden. Das werde ich auf jeden Fall, werde ich dem zustimmen. Dass man mehr Kultur durch Wunder bekommt. Finde ich auch interessant, dass man das auf so einem Weltkongress entscheiden kann. Ja, wir nehmen jetzt mehr Kultur durch Wunder. Als wäre das sowas, was man bewusst macht. Punkte vergibt für irgendein Wunder. Jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt geht eine neue, tollkühne Idee voraus. Ja, wir haben die Wissenschaftstheorie und wir können jetzt eine öffentliche Schule bauen. Hier haben wir noch eine Einheit erhalten. So, gib mir mal einen Musiker. Ja, 3 große Persönlichkeitspunkte. Einen großen Musiker. Können wir machen. Könnte natürlich jetzt auch sagen, dass man da ein bisschen was hinbringt. Ich mach das jetzt einfach mal mit diesem Schützen. Und ich glaube auch mal mit einer Kanone als Abwehr. Ja, mit offenen Grenzen werden wir wohl nicht rechnen können. Das sieht auch nicht aus, als würde das klappen. Na, das ist bescheuert. Nee, dann lassen wir das. Eine Einheit bin ich Befehle, weil ich dich jetzt gerade aufgeweckt habe aus deinem schönen Schönheitsschlaf. Syrien, Kiesenland. Als nächstes kommt die Dampfmaschine. Wow. Interessante Kamerafahrten, ne? Was wird hier gebaut? Eisenhütten, okay. Sidon verlangt nach einem Handelsweg. Der Feind wurde bei der Stadt Persepolis gesehen. Dann greifen wir mal an. Und wir können jetzt Abgeordnete einsetzen. So. Weltreligion. Nein. Kulturerbstätten. Also wir machen mal einmal so, so. Das ist mir jetzt nicht dann ganz so wichtig. Es darf auf jeden Fall nicht Weltreligion Islam geben. Abgeordnete einsetzen. Ja. So, und dann werden wir mal schauen, was erlassen wird. Setzen die natürlich alle auch ihre Leute ein. Natürlich alle Modernisierungen, die wir abgerissen haben, wieder auf in Byzanz. Ein Gegner ist in der Nähe immer noch. So. Also, Islam ist gescheitert. Nur Babylon, Irokesenland und Siam für Ja gestimmt. Also hatten wir 7 Ja-Stimmen zu 8 Nein-Stimmen. Wow. Gut, dass wir 4 eingesetzt haben. Das war ja echt knapp. Und die meisten haben für Ja gestimmt. Haben wir 10, 11, 12 zu 4. Das ist doch schön. So, wir können einen Vorschlag machen. Das machen wir dann auch gleich. Hier können wir leider nichts angreifen. Okay. Wir können irgendwas vorschlagen. Und zwar wollen wir... Weltausstellung ist halt auch immer nett. Historische Wahrzeichen. Nee, das wollen wir nicht. Wissenschaftsfinanzierung. Weltreligion brauchen wir halt auch nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal hier die Weltausstellung. Vorschlag übergeben, ja. So, dann in 25 Runden werden wir erneut zusammenkommen.
Aber jetzt gehen wir erstmal in die nächste Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange hält eigentlich so ein Friedensvertrag? Naja, sie haben will was von uns. Ja, unsere Delegation hat dazu beigetragen, dass ihr Vorschlag vor dem Weltkongress Erfolg hatte. Wir freuen uns, oder sie freuen sich auf unsere weitere Unterstützung und werden versuchen, diesen Gefallen zu erwidern. Das ist ja nett. Und Babylon findet das alles nicht so toll, denn unsere Delegation hat dazu beigetragen, dass ihr Vorschlag vor dem Weltkongress scheiterte. Solche Verfehlungen duldet er nicht gerne, okay. Pö. Du hast doch hier nur... Wie viele Punkte hast du? 553. Der Einzige, den wir Angst haben müssen, ist ja also Bunnypal. Okay, und Rakamaheng auch leicht. Na, und Katharina. Okay. Katharina ist sogar die größte Gefahr für uns wahrscheinlich. Der Friedensvertrag wurde beendet mit Theodora. Das freut mich doch. Aber ich würde sagen, wir warten mal eine Runde, bis der Ben noch da ist. Den würde ich nämlich gerne noch eben haben als Wunder. Und Fürst Rakamaheng von Siam war sehr erfreut über unseren Vorschlag zum zweiten Konvent von Sukhothai. Wir scheinen die gleichen Ziele zu verfolgen wie Siam. Also die Weltherrschaft quasi. Die eigentlich alle Nationen hier verfolgen. Das ist jedenfalls unser Ziel, logischerweise. So, Russland, Stadtstaaten. Da müsste jetzt der Big Ben fertig sein. Also wenn ihn jetzt noch jemand gebaut hat, dann rege ich mich wieder auf. Aber das ist unwahrscheinlich. Ja. Das wird nicht vorgelesen. Interessant. Um große Dinge zu erreichen, sind zwei Dinge nötig. Ein Plan und ein wenig Zeit. Hat Leonard Bernstein gesagt. Der Big Ben erfordert Wirtschaft, Kosten für Goldkäufe in allen Städten um 50% gesunken. Ist doch schön. Und jetzt bauen wir hier auf jeden Fall öffentliche Schule, glaube ich. Okay. Und dann würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir wieder einen Krieg gegen Byzanz führen. Ich weiß gar nicht, ob das hier nach oben sich wohl noch weiterzieht. Das werden wir dann sehen. Mika ist immer noch im Widerstand für 4 Runden. Interessant. Naja. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich schalte auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.